Oh Gott, herzlich willkommen bei einer weiteren Naturstellung mit mir, den Sachsen-Netzplayer. Wir gucken uns heute den Chaos Steiger IH600 HD Zwillingsbereifung an. Warum diese übelste Motivation in meiner Stimme? Ich hatte mich eigentlich gerade noch gefreut auf diesen Mod. Jetzt steige ich mal für 10 Sekunden ein, will mal kurz testen, wie sich das Ding fährt und muss mit aller Wucht feststellen, Junge! Junge, Junge, ganz ehrlich. Egal, kommen wir mal zur Beschreibung. 500 Euro Unterhaltskosten am Tag, 669 PS. Hier steht das Ganze auch nochmal da, 500 Euro Unterhaltskosten am Tag, Zwillingsbereifung für gute Zugkraft, Tuning bei Celato 2012. So, mein Guter, gucken wir uns das nochmal an. Es wird gleich wieder hell. Was mir als allererstes auffällt, das ist das komplette Grundmodell von Gigant Software. Ihr wollt es mir nicht glauben? Tja, war mir klar. Na? Fällt euch was auf? Hm? Ja, mir fällt auf, dass es exakt das gleiche ist. Das Grundmodell ist das gleiche, deswegen brauche ich ja weder was zur Textur noch sonst was zu sagen. Kommen wir gleich mal zu den, tja, nennen wir mal Features. Die Reifen hier haben keine Kollisionsabfrage, jedenfalls der äußerste nicht. Damit können wir hier auch ganz einfach durchlatschen. Im Endeffekt sind die Reifen auch ziemlich hässlich angebracht und auch gar nicht realistisch angebracht. Weil so kann kein Mensch steuern. Das geht einfach nicht. Weg mit den Kack. Motorsounds sind exakt die gleichen. Features wie zum Beispiel Lichtskript etc. auch nicht vorhanden. Und Umleuchten sind die gleichen, ja. Was ist jetzt aber eigentlich das Feature? Bis auf das, dass er in dem Sinne mehr oder weniger sogar logfehlerfrei ist. IKHI Steiger 600 Error fehlt in der Picture. Ja, ne, hier fehlt noch irgendwo ein Bild, also er knallt auch noch teilweise Log. Was ist das Feature? Wir haben hier eine hohe Zugkraft, so hieß es. Natürlich. Absolut richtig zu gebrauchen. Diese Monstermaschine, so wie man sie kennt, natürlich 100 km/h. Absolut realistisch, absolut sinnvoll, weil man das auch unbedingt braucht. Ja, absolut gut. Also, falls ihr wirklich immer schon mal einen Monster fahren wolltet, so habt ihr jetzt hier die exklusive Möglichkeit mit diesen absoluten erneuerbaren Chaos, was, ja, naja, egal. Im Endeffekt will ich eigentlich nicht meine Zeit weiter mit so einem Scheiß hier verschwenden. Wollt ihr euch den mal downloaden, ja, von mir aus Link in der Beschreibung. Mein Fazit dadurch, absoluter Müll, was wieder keiner braucht, aber Hauptsache es wird hochgeladen, ne? In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis dann.